Heint ist Freitag, dem 13. Mai von 2022. Jahr. Wir befinden uns da in Vilna mit unserem teuren Haver, Professor Josif Parason, bekannt in Lite als Parasonis. Und wir seinen Mamschef, wir führen weiter unser Schmues. Heint halt ich, weil wir eben mit Josifs erste sich reines von Kóvne, von noch ein Umkehren sich von Evakuatie. Wo sind die erste sich reines in Kóvne? Als wir sind gekommen in 44. Jahr im Herbst, im November in Kóvne, nun bin ich gewesen. Noch ganz jung, 3,5 Jahre, ist bis dem, haben wir schon geredet, gedenke ich, sehr wenig was. Aber ich kann erzählen, was ich hab da gedenke. Und das hat, wegen dem habe ich da sehr tiefe sich erinnert. Das ist in 1946, im Mai, ist in Kóvne gewesen, ich bin schon gewesen 5 Jahre, in März ist das gewesen, ist gewesen ein größer Gewisser in Kóvne. Sehr größer. Der Wasser hat sich aufgeheben, wie man schreibt, ich habe geguckt, jetzt nicht lang, 7,5 Meter. Ist mir umgelebt dann auf Dauchschuss Gas. Dort ist gewesen ein zweietagiger Mauergebäude und das ist gewesen ein private. Wir haben gedungen Adire vom zweiten Etage, das ist gewesen Adire von 2 Zimmern mit den Bequemlichkeiten. Am Olke ist der Mauer ist gewesen auf Dauchschuss 32a Winkel Pakalnes 2. Und viele, noch ein Winkel ist gewesen Luxorgas. Jetzt, hinter dem Mauer, in die sowjetischen Zeiten, hat man durchgelegt einander Gas, was ist bequemer zu fahren zu Slobodka Brick. Ist unser Meurl ist geblieben auf der Insel also, und die ganze Bewegung ist jetzt durch die neue Gas und auf Dauchschuss ist keine Bewegung jetzt nicht da. Aber in unserer Zeit ist das nicht gewesen, mit der Meurer Gräßen abgenommen und so also weiter. Ist wegen dem gewisser Gedenke ich mir, unser Meurer ist gestanden zwischen 2 Mark. Ein Mark ist gewesen ein Fischmark und ein anderer leben die, das ist gewesen, nennt er zu dem Zugang, wo es begegnet sich, nehmen mit die Wille. Und ein anderer Mark ist gewesen, leben Präsidentur, Kóvne. Es muss sein, inzwischen Tage gewesen dort und ganz Altstadt ist gewesen verfleizt. Und es hat mal rumgeschwimmt in die Gassen von den Märkten, die kleine Kiosken. Nur das ist wie früher gewesen, jetzt ist die Kioskenverzeitung ein bisschen größer. Aber dann auf den Märkten sind gestanden kleinere Kiosken. Haben sie rumgeschwommen in die Gassen. Wir sind gewesen, ich war verletzt, ausgehend von Stub haben wir nicht gekannt, aber wir haben gelebt auf dem 2. Etage und gehabt einen Balkon. Ich und mein älterer Bruder, ich bin schon gewesen 5 Jahre alt, wir haben das alles gesehen. Und dann fliegen die, darum schwimmen die Kiosken, wie ich habe gesagt. Man fliegt herumfahren auf die militärische Amphibien, wie man hat sie angerufen dann, das ist gewesen eine Sache, was easy kann schwimmen, easy kann fahren auf dem Berg, ja, auf dem
Ja, und nur unendliche Menschen, viele nicht wenig, fragen, warum schwimmen wir nach Flottkes? Ist das gewähnt, nun, unendliche Texte, mir das gewähnt, verfleißt, um nicht gekannt ausgehen von daheim. Ist das Gedenke, das ist mein... Das vergesst sich nicht. Nun, ja. Und nachdem ist etwas abgefahren, der Wasser, es ist gewähnt noch ein gewisser in 1958, aber nachdem hat man doch gebaut in Kóvne eine hydrotechnische Elektrizitätsstanze und dann hat sich schon bekommen Kóvne Jam, Lem Kóvne, und die Gewissers sind schon vorbei, keine Gewissers mehr in Kóvne ist schon nicht da. Ist das gedenke ich, das ist gewesen ganz, ganz interessant. Will ich jetzt noch beweisen, ein Foto, was ich auf jenem Mal nicht bewiesen, das ist die Mischproche meines Vaters. Und das ist mein Bobbe, das ist ein Vaters Mame, Kehle Mere, ja? Und mein Vater, das er ist dort in Zetasach, und mit seinem Bruder, mit den beiden Schwestern. Das ist ein sehr interessantes Foto. Und das ist, ich habe gewissen andere. Ihr könnt weisen, jeden einen mal vom Foto. Ja, man kann weisen, von einer Seite bis andere. Und das ist die Bobbe. Das ist mein Vater. Das ist sein älterer Bruder. Was ist gestorben in 1933. Und das sind beide Schwestern. Welche ist. Oh, das ist Chaye, das ist sie ist weggefahren in Palästina. Und in Dorem Afrika ist weggefahren Esther Rachel. Ja. Jetzt will ich weisen, etliche Fotos noch, wie ich hab gewachsen habe. Ja? Das sind wir mit der Mama in Russland. Durch den, ich bin ein paar Jahre alt, meine ich. Das hat gestrickt, die Mama allein für uns, die Jacklachen, welche wir seien. Ist das für mich sehr wichtiger Foto. Und das sind wir schon nach dem Krieg mit meinem Bruder. Und jetzt gucken wir auf dem, als die Mama hat uns gehört, wird allein, einer allein. Seht ihr, als wir sein Gewehr ganz gut aufgepasst. Wer ist auf links und wer ist auf rechts? Wer ist auf links? Das ist mein Bruder, Meischele, und das bin ich. Wir sind gewesen dann Meischele und Josele. Das bin ich, wenn ich habe geendigt die Mittelschule, das ist, bin ich 16 Jahre. Und das ist ein Foto, wenn ich bin schon gewesen als Student und man hat vielleicht uns führen, Sommer, vielleicht wir haben Praktik und ich habe studiert auf der Bäufakultät. Ist da Setzach, also in einem Dorf, verstehe ich, haben wir Gebäude, Kulturzentrum. Ist da eine Überdeckung, da sieht man den Eisen, was man darf zusammenlegen. Und das haben wir gearbeitet, unsere Gruppe dort. Das ist in, ich bin schon nur 38, das ist 1979, ja. Ungefähr schon 49. Das bin ich mit meinem Bruder, wenn er es gewesen 60. Ja, und das sind wir beide, ja, das ist mein Bruder und das bin ich. Das sind wir in Eretz Israel, wir werden dann mit der ganzen Mischproche weggefahren bei ihm auf dem Jubiläum. Das ist mein Jubiläum, das bin ich 70 und das ist er in Kóvne. Und zwischen uns ist mein Neidem, Jenny Hitterer. Ja, noch, und das ist meine Tochter. Da ist sie schon Hassene gehabt, ja, das ist sie schon mehr wie. Nur ungefähr bin ich 24 Jahre. Das sind meine beiden Eniglach. Das ist der ältere Nathan. Und Daniel ist der Ringer.
Nu, das ist schon jetzt, Gott sei Dank, ein bisschen älter. Nathan ist schon 33 und Daniel ist 23. Das ist gewesen Nächten sein Geburtstag, 23 Jahre. Das bin ich mit meinem Freund, nun ist er mit 20 zurück in Eretz Israel, in Kaisarie. In Kaisarie, sagen wir. No, ich weiß nicht, welche Fotos ich da. Ich habe sich vernommen von ganz jungen Jahren, von also Jahr 10, mit Sport. Und ganz ernst, ich bin gewesen in dieser Kommande, auf Jiddisch, ja, von Lite, von die, no, von die, von Ingalach. Ingalach, das ist von 12 bis 14, ja. Nachdem bin ich gewesen, ich in die Kommande von Lite, das ist in Schul. Ist mit meinem einer Machava, das posieren wir, das ist, aber das sind die Formen, das ist also wie ein Flexachfertentag. Das sind mir die von Lite, die unsere Kommande mit, ich bin schon da 14 Jahre, das bin ich schon in die Untergewachsene, ja, von der Jugendkommande von Lite, von das ist gewesen im 55. Jahr in Sowjetenverband in Ivanovo, von ganz Sowjetenverband, und wir, no, wir haben das Gefährt verliehen. Ja, das, no, ich will weisen, da, ich habe gefunden, und Heint will ich das weisen, das ist der Billett. Was mir sagen, und der Kinderscher Billett. Es kann sein, das ist mein Bruder, es kann sein, von mir hat die Mama noch nicht gedacht, kein Billett. Aber das ist der Billett von Glaser, von der Udmurtischen ASSR, was im 44. Jahr, im November, sind wir herausgefahren von kein Kóvne. Ja? Da schreibt man, dass das ist durch Gorki, durch Minsk, und in Kóvne, sagen wir. Da ist viele kennen sehen, als ungefähr, das ist ein bisschen weniger wie 3000 Kilometer. Ja. Und der Billett ist gewesen gültig 8 Michelins. Weiß ich nicht, wie viel wir sind gefahren. Es kann sein, dass das heißt, dass wir vielleicht gerne nach Hause gehen und nicht miteinander machen. Vor und weiter, aber nicht länger wie 8 Michelins. Ist das ein Dokument, ganz interessanter. No, und jetzt nicht einmal will ich proben, sagt der Mann, und erzählen, wie wir haben gelebt, schön in Lita ist mir sein gekommen nach dem Krieg. Mein Bruder ist gleich weg in die jüdische Schule. In Kóvne ist gewesen eine jüdische Schule. Vier Klassen ist dort gewesen. Von welchen Eltern bis welchen Eltern war die was? Nur das ist gewesen von 7 bis 11 Jahren. Vier Klassen, ja. Und was meint eine jüdische Schule? Was ist das? Was meint eine jüdische Schule? Weil ich euch sagen, das meint, dass ich hab die Dokumente von der jüdischen Schule. Und ich habe auf dem Zettel, ich habe vom Archiv das bekommen, ja, wegen meiner Klasse. Da ist geschrieben, das ist die Kóvne 14. Schule. Die Anfangsschule, das heißt vier Klassen, yeah. Und das ist der Journal von unserer zweiten Klasse. Ich habe von alle drei. Für was von alle drei? Weil der dritte Klasse, ich weiß nicht, ob ich gehe dort in Setz, aber das heißt, das ist der erste, und da ist der dritte. Der dritte wird sich sehen,
ist das da 49, 50 der Jahr, ja, das setzt sich gleich hier. Eine Minute, wir machen vergrößert, jetzt das ist gut, ja. Ja, das ist der dritte Klass. Den vierten habe ich nicht, mein Bruder hat bewiesen, endigen alle vier Klassen. Aber ich habe nicht bewiesen, weil wir haben geendigt drei Klassen und im 50. Jahr hat man vermacht die jüdische Schule. Und nur mal das vermacht. Was ist das eine jüdische Schule? Wie viel Prozent von den Limudim, von Lernen ist wegen jüdische Sachen oder auf jüdisch? Nur ich zusammen das ganze Programm gedenke ich nicht gut. Aber das ist gewesen, ich will erzählen ein bisschen wegen der Schule, das ist gewesen in Kóvne, das ist gewesen, die Gebäude ist gestanden auf dem Winkel Daukanta und Kestutschogas, ein zweietagiges Gebäude. In dieselbe Gebäude ist gewesen der Kinderheim, ein jüdischer Kinderheim ist das gewesen. Und nach dem Krieg ist gewesen ganz, was auch Kinder, was haben nicht gehabt, keine Eltern, ist das gewesen in dieselbe Schule. Wir haben sag, mit sich gearbeitet mit den Kindern und sie sind gegangen in dieselbe jüdische Schule wie mir. Die jüdische Schule ist gewesen als alt ist gewesen auf Jiddisch. Alt? Alt ist gewesen auf Jiddisch, aber man hat uns gelernt Litwisch, man hat uns gelernt Russisch eigentlich. Aber alle Sachen sind gewesen auf Jiddisch. Meint das als achutz dem Limit von russischer Sprache und von litwischer Sprache, sondern die anderen Klassen wegen Literatur, wegen Geschichte, wegen Arithmetik, alles gewesen auf Jiddisch? Ja, alles gewesen auf Jiddisch. Weil alle Lehrer sind gewesen Jiddische. No, da habe ich ein kleines Foto, ich weiß nicht, zu ihr das, no, zu das Setzer. Gut, aber das ist mein Klass. Ich meine, das ist der zweite Klass. Inmitten sitzt noch ein Lehrer, das ist unser Direktor von Schule, Jehuda Gärtner ist das gewesen. Er ist gewesen der Direktor und er pflegt uns lernen Mathematik, auf Jiddisch. Sein Freund hat gelernt uns Litwisch. Bei uns ist noch gewesen Helena Hatzkelis und sie hat uns gelernt verschiedene Natursachen. Ich weiß, dass noch vor dem Krieg hat sie herausgelassen nicht wenig Lehrbücher auf Jiddisch für jiddische Leute. Sie ist gewesen die älteste Lehrerin in unserer jüdischen Schule. Ich, sie ist gewesen, wie ich habe gesagt, die Gebäude ist gestanden auf einem Winkel und da wie ein Winkel im Plan ist gewesen die Gebäude allein. Auf mir gehabt ein ganz großen Hof dort, ist ich die Kinder vom Kinderheim und ihr, wie mir, die Schüler, pflegen sie, verbringen dort nicht wenig Zeit alle zusammen. Es kommt. Eine technische Pause. Gut, wir gehen weiter. Die Atmosphäre in der Schule und im Kinderheim ist gewesen sehr warm. Ich denke, das ist nur, ich wollte gesagt, eine heimische Atmosphäre. Und öfter will ich das sagen gleich, dann habe ich das nicht gewusst, aber eine von den Erzieherinnen im Kinderheim, Rochale Fischer, ist später geworden, was Hassene gehabt mit meinem Onkel, mit Elm. Und ich will sagen, als ich gedenke, als bei sie in Stub, ist noch eine Sache jung, noch dem, wie man alles vermacht. Vielleicht kommen ihre Kinder vom Kinderheim bei ihr und allem auf. Vielleicht ist mir sehr, sehr warm und schön reden und ich habe eine Sache von sie gekannt. Etwas noch da Mond sich wegen Helena Hatzkeles, was sie, wenn sie berühmt
in der jüdischen Erziehung und in ihrer Geschichte mit ihren Büchern. Wir kennen nur ihre Bücher. Ja, David, ich verstehe dich. Ich bin jetzt ein bisschen lernter wie dann. Und ich will sagen, dass ich bin öfter, no, das ist, mein Bruder ist allemal gewesen sehr aufmerksamer, ja, Schüler, ja, also muss ich das sagen. Von der ersten Klasse an bis die ganze Mittelschule hat er gelernt auf nur fünf Lektor bekommen. Und er hat geendigt die Mittelschule mit einer goldenen Medaille da in Lite. Und ich bin gewesen ein bisschen anders, bis in der 7., 8. Klasse, meine ich. Und viele sind gewesen schon in die anderen Schulen. Ihr versteht, die Lage ist gewesen, Tage verrieden fort, ganz kompliziert, weil nur vier Klassen sind gewesen. Aber am Ende die vier Klassen muss man gehen, oder in der russischen Schule, oder in der litauischen Schule. No, wegen Helene hast du öfter nicht akademisch, nicht wegen dem Limud, no. Ja. Von der jüngerschen Eigen. Ja. Von der jüngerschen Eigen kann ich sagen, als, ja, sie ist gewesen die älteste von allen unseren Lehrern. Und alle haben mir abgegeben, einen großen Covid, und das haben wir gewusst. Und sie ist mit uns allemal gewesen, sehr freundlich. Und ich muss sagen, dass ihr versteht, viele nicht nur auf die Urocken, ja, wie auf die Lektien, wie sagt man das, pflegen die Lehrer sehr interessant und mit uns. Gerät bedingt und auf der Arzt da erklärt, aber mit Helena Haskell ist gedenke ich vielleicht bei uns sein Treffen und gehen noch die wie wir endigen unsere Lektionssaale und dann vielleicht sie erzählen wegen dem jüdischen Leben Vaterkrieg, Vatermilchome und das ist gewesen interessant sehr. Nicht lang, nur drei Klassen habe ich geendigt. Ich muss sagen, als wenn wir sind gekommen von Russland, habe ich Jiddisch im Ganzen nicht gekannt. Aber bei uns in Kóvne, wir sind gekommen zurück, vielleicht kommen Bekannte und als vielleicht mit reden. Na, viele Schade. Wie viele Jiden haben damals gelebt in Kóvne? Wie ich weiß, das ist, Vaterkrieg ist doch gewesen mehr als 30.000, aber ungefähr 3.000 sind geblieben. Und die 3.000 sind gewesen mehr als die Kóvne, sie ungefähr? Ich meine, das meiste von denen, die sind gewesen, weggefahren wie mir in Russland. Von Kóvne? Von Kóvne. Von Kóvne? Ja, das ist gewesen aus Kóvne. Von der Sowjetverband von anderen Eltern in Lite sind gekommen ganz spät. Ich meine schon in die 50. 60. Jahre. Aber gleich nach dem Krieg sind gekommen die, die sind weg von Kóvne, oder die, die haben überlebt in dem Ghetto, sind behalten, weg von Kóvne. Und von der Städtelach von Lite? Von der Städtelach meine ich, ist öfter im Ganzen wenig geblieben. Weil in die Städtelach hat man versteht, in die Sidochasach gewinnt Städtelach, in welcher viele kein Ghetto ist nicht gewesen. In 41. In 41. Jahr, in Juni, hat man sich da hergert, das ist schrecklich gewesen. Will ich sagen, als wir sind gekommen von Russland, habe ich nicht gekannt. Ich habe gekannt Jiddisch, ich habe gekannt noch Russisch. Und die Mama später hat mir vielleicht mal erzählen, als ich bin gewesen, nicht zufrieden am Rät und ich verstehe nicht wegen was mir Rät. Nur bitte gewesen, dort in 3-4 Jahren fliege ich eigentlich unter den Tisch und nicht lassen reden. Aber für die etliche Jahr, es ist doch vorbei noch etwa 3 Jahre, wie wir sind gekommen von Russland.
Ich bin schon gewesen, gereiht, nur der Bruder schon gegangen, 2 Jahre in die jüdische Schule. Und ich bin schon gewesen, zurückgereiht, zu lernen Sachafidisch. Und die drei Klassen in die jüdische Schule, die sind für mich sehr wichtig. Aber noch, also nachdem ich schon angegeben als viele Vierklassen, wenn man Pflege hat geendigt, wer es hat geendigt, ist weiter, hat man gemusst bestimmen, wo zu gehen, oder in eine russische Schule, oder in eine litwische Schule. Nur ist wir sind gewesen in Russland, und die russische Sprache haben wir gekannt besser dann wie die litwische. Sind wir weg. No, und ich bin doch gegangen nach meinem Bruder. Er ist noch ein älterer Bruder und ich gehe nach ihm. Ist er weg in der russischen Schule? Ich bin auch weg in der russischen Schule. Ich muss sagen, das hat er nicht vermacht. Und wir haben geendet 3 Klassen. Ist das für unser Klasse, wie ich gedenke. Das ist für eine 5. Klasse echt ganz, ganz schwer. Übergehen in eine andere, auf eine andere Sprache. Ist von unserer Klasse, ist, gedenke ich, als noch 2, ich und noch einer, sind rein in der 4. Klasse in der russischen Schule. Alle anderen sind geblieben noch ein paar Jahre in der dritten Klasse. Das heißt, dass alle haben verloren, ein Jahr. Und einer ist rein in 2. Aber weißt du, ich habe gelernt in russischer Schule. Ich habe gemeint, dass Russisch kenne ich. Ich denke, das ist echt von sich reines, als einmal, ich habe schon gesagt, dass ich bin nicht gewesen, da sehr aufmerksam. Ja? Und ich will ein bisschen Bobbenen mit den Lektionen. Aber ich bekomme eine Bemerkung von Lehrer und er sagt mir, red nicht, er sei heich. Ist heich auf Jiddisch, ist heich und heich ist heich. Aber auf Russisch ist das verschieden. Aber ich habe gesagt, ich red nicht, er sei heich. Aber versteht, auf Russisch ist das, aber ich habe gesagt, nicht громко, aber высоко. Das heißt, ich habe das schon von Jiddisch. Aber das ist gesagt, nur ist der Klasse, der ganze Schüler lachen, und das ist eine konfusische Sache von mir. Und ich habe verstanden, dass die russische Sprache kenne ich schon nicht so gut, wie ich habe getragen. Weiter haben wir gelernt in russischer Schule, beide mit meinem Bruder, und wie es sozusagen bewiesen, später ist das für viele gewesen, nicht schlecht, weil ich weiß nicht was, aber in russischer Schule, in der Mittelschule, ist gewesen 10 Jahre, hat man gemusst lernen, mit den 4 Klassen, ja? Das heißt 6 Jahre noch die Anfangsschule. Und in die litwische Schule, die waren 11 Klassen. Ich habe gewesen dem Vater von 1957, das bin ich gewesen, 16 Jahre, und ich habe schon geendigt die Mittelschule. Das ist Weile, das ist gewesen eine russische Schule. Ja? Das habe ich früh geendigt die Mittelschule. Und nachdem ist Ich hab studiert in Kaunas Polytechnischen Institut, ist dort gewesen 5 Jahre. Nur ist 1962 bin ich schon gewesen 21 Jahre, aber ich bin schon gewesen ein Ingenieur und ich habe schon lange gearbeitet. Ihr könnt ein bisschen erklären, eure Spezialität und das, was ihr seid, der Professor Echid, weil bei uns verplantert man oft mal Architektur mit Bäumen. Ja, ich verstehe das. Was ist Boy Wissen? Was ist das? Ja, ich kenne vielleicht ein bisschen noch. Ein paar Werte. Ja. Euer Gebiet. No, ich lebe schon von ein bisschen früher. Mein Bruder, wie ich habe gesagt, hat er geendigt mit einer goldenen Medaille.
aber ich hab sich ein bisschen nur so gehabt später schon, also man darf ein bisschen lernster sich lernen. Mhm. Das ist gewesen, wir zusammen in der 7. und 8. Klasse. Und ich hab verdient mhm. eine silberne Medaille. Das ist echt nicht schlecht. Das ist echt nicht schlecht, aber was hat das bedeutet in jenen Zeiten? In jenen Zeiten hat das bedeutet, als haben die keine goldene Medaille, das ist, wo du willst gehen studieren, ja, mhm. Darfst du nicht halten, kein Examen. Ah. Ja, das nimmt man dir zu mit der goldenen Medaille und kein Examen. Mit der silbernen Medaille ist echt, gucken dich, wo du willst studieren, ist oder on oder ein Examen ganz einfach dir. Ich habe eben mein Bruder ist von klein bei so von der gewählt seiner Doktor und er ist der geworden Doktor. In Kóvne ist gut, es ist gewesen ein medizinischer ganz. Ein ganz guter Institut, aber dort hat für die Mediker es gewesen, 6 Jahre man gemusst studieren. Und ich habe nicht gewusst, was ich will. Und ich habe, ich will erzählen, ich gedenke, als ich gewesen, zusammen ein Jahr 10 bin ich gewesen, dann ist mit der Mama, gedenke ich, ein Gespräch, also nu, wer will ich sein? Dann rede ich mit dem Namen und dann sei weiter. Habe ich einmal ihr gesagt, öfter will ich sein als Schoffer. Frau, was ist Schoffer? Das fragt mir die Namen. Habe ich ihr erklärt, dass sie, ihr versteht, die Mama, sie hat sich gedreht mit uns beiden ganz schwer. Sie hat gearbeitet, der Onkel hat gearbeitet. Aber der Onkel ist in Kassene gehabt, hat er nach dem gehabt eine eigene Familie. Die ältere Schwester Rose, sie ist gewesen nicht zu stark gesund. Vielleicht sie für die Stub und sie vielleicht zu uns. Die Mama hat gearbeitet ständig und sie vielleicht auch noch. Idi Rose hat sich euch vernommen damit, wie ich gedenke, und Idi Mame, ihr versteht nicht wenig, Iden, was sein verblieben in Kóvne gehabt, in Ausland greifen. Und sie fliegen bekommen täglich nach dem Krieg in Kóvne. Ich weiß nicht, ihr weiß wegen der. Als man hat gedacht, realisieren die Schere von Päcklach, nicht als pflegen die irgendwas, was sie bekommen, nützen allein, wie ich verstehe, was damit ein bisschen nach der Arbeit, vielleicht auch vernehmen ich meine Mama, ihre Schwester, nur ich verstehe, sie sind ordentliche Menschen und mit sie getreut, habe ich die Mama dann gesucht. Soll ich nur Echel sein, als Schoffer? Wirst du nicht davon herumgehen, zu Fuß, mit der Schere über die Menschen? Ihr versteht, gedenke ich, was sie hat mir gesagt. Sie hat Tracht getan und sagt mir, nur so noch, du weißt, eben ich noch dann, als du schön arbeiten, darf man herumgehen mit der Schere, sagt sie mir. No, das ist, ich meine, dass ich das schon nie darf. Das ist gewesen ein Gespräch von mir, das reich wegen sich rein ist. Ich habe dann dem ersten Mal betrachtet, als die Mama ist da nicht leicht mit uns. Und wie sie dreht sich, das ist da sehr schwer für mich. Ja, ich will jetzt weiter erzählen wegen dem, wie ich habe euch geklieben in meinem Fach. Ich bin gewesen ganz jung, 16 Jahre, und versteht, Theater ist mir gewesen interessant, no, aber in Kóvne ist keine Sache nicht gewesen von seinen Sachen. Kein Doktor habe ich nicht gewählt sein.
ist in Kóvne gewesen noch Physkultur, physische Kultur Institut. Nur ist mit Sport, ich habe gesagt, genommen, aber ich habe nicht gewählt sein, ein professioneller Sportler. Ist dann, habe ich gedacht, Kaunas Polytechnischer Institut ist gewesen. Und ich kann nicht sagen, genau für was. Ich habe gedacht, dass ich vernehmen mit Konstruieren von Radioapparaten. Und also habe ich gewählt, und es ist gewesen, also eine Spezialität im Polytechnischen Institut. Ich denke, dass wenn mir gerufen auf ein Schmues, auf die Kommission im Polytechnischen Institut, kein Examen, das habe ich nicht gedacht. Aber eine Kommission, nur ein Gespräch habe ich gemusst durchgehen. Aber sie haben mir Sorgen, als du weißt, es ist nicht auch eine russische Gruppe, für diese Spezialität. Und eben, du willst in einer litwischen Gruppe, weißt du, du sollst gehen in die russische Gymnasien. Das heißt, du darfst halten ein Examen von litwischer Sprache. In welchen Jahren das gewesen? Das ist in 57. Jahr. Dann was ich, bin ich auch gehen in die Mittelschule. Ich bin doch gewesen 16 Jahre, habe ich gesagt, ich will halten ein Examen. Vor was habe ich das gesagt? Ich habe gewusst, dank dem Sport, ich habe gesagt, trainiert mit Litwinern zusammen. Und ihr wisst, in Kóvne leben und nicht wissen, die litwische Sprache ist gewesen unmöglich. Die litwische Sprache in Kóvne ist das gewesen verspreit. Und nur ich verstehe es, habe ich ganz. Noch ein Examen von Grammatik, Litwische weiß ich nicht. Hat man kennt mir, ob ich zu Gicht geantwortet, also gern halten. Aber nachdem haben sie gesagt, du weißt, wir haben russische Gruppe auf der Bäufakultät. Und wir dürfen, nach dem Krieg ist die Bäuerei sehr, sehr aktuell und das ist sehr interessant. Und der Dekan von der Fakultät, das er hergestellt und er hat mir recht angegeben, agitieren, das ist sehr eine gute Spezialität. Und ich habe nur gebetracht. Versteht nur, sie haben mir abgelassen. Ich gedenke, als dann ist die Mama, sie hat gut gekannt. Die Frau von Professor Rosenblum, er hat gearbeitet in Polytechnischen Institut, in der Bäufakultät, das ist ein bewusster Bauingenieur von noch Vater Melchome, die Kóvner Sporthalle ist seine, und es ist eine Sache, seine andere Gebäude. Ist sie durch seine Freude, sie ist die Mama gegangen bei ihm und sich noch gefragt, wie meint er, das ist eine gute Spezialität, nicht sehr. Und er hat gesagt, das ist eine sehr interessante, eine gute Spezialität. Bin ich weg bei der Fakultät und ich muss auch sagen, also ich habe abgearbeitet, ein Leben. Noch mehr als 60 Jahre habe ich gearbeitet als Bauingenieur und ich bin da zufrieden. Mir ist gewesen, da sehr interessant und habe es ein bisschen mit was ich habe gesagt, vernommen, was ich habe gefragt, weil ich euch kennen da zeigen. Nur ich weiß dann dem Foto von unserer Gruppe. Das ist unsere russische Gruppe, was wir haben geendigt, dem vierten Kurs, das ist im 62. Jahr schon. Im 62. Jahr haben wir geendigt. Die russische Gruppe ist gewesen eine auf dem Kurs. Ja. Es ist gewesen fünf litwische von dieser Spezialität. Es ist gewesen noch eine architekturische Gruppe. Noch ist mir. Da sind wir 17 hier, oder 16, schon nicht alle. Das haben wir geendigt. Und
ich habe sie gelernt, nicht schlecht in Institut Schein. Und ich will sagen, dass mit Sport habe ich sich vernommen noch in Institut Eich. No, der KPI, der Kaunas Polytechnischer Institut, hat gerade eine Sektion von verschiedenen Sporten. Ist gewesen, also verfechten ich. Und ich bin gewesen in die KPI und für die Lite. Und das meine letzte, wie sagt man das, Sorevnovanie ist das, nur eine Sache, Sportler nehmen Anteil, wie ruft sich das auf Jiddisch, ist mein letzter. Mal ist das gewesen, im 62. Jahr, als ich München gewesen, Ingenieur ist Sommer gewesen, Universiade von ganz Sowjetenverband in Tbilisi. Ist dort bin ich gefahren von Lite, von der Studentenkommande. Und das ist gewesen die letzte meine sportliche auf dem habe ich geendigt, meine Karriere im Sport. Für was? Weil ich habe so gelernt in Institut ganz nicht schlecht. Viele, ich will es nicht berühmen, aber das ist ein Fakt. Mein mittlerer Ball, ja, der mittelste Ball von ganze die 5 Jahre, es gewinnt 9:4,5. Das ist gewesen der höchste Ball in unserer Gruppe. Ich bin nicht gewesen, in die sowjetischen Zeiten ist gewesen, als wenn wir vielleicht endigen nach Hochschule, ist alle vielleicht bekommen nur Arbeitsort. Aber das ist gewesen Kommissions. Und an dem Mittelball, welchen du hast von die ganze Studie, ja, vielleicht mit Zusammenstellen von einem Kurs, Array, bin ich gewesen, ich gedenke nicht genau wo, aber in der ersten 20 von unseren dort 120, was wurden geendigt auf dem Kurs mit den Litwinern zusammen, mit der russischen Leitung, mit unserer. Und da sind da drei Idelach, ja, und zwei Medelach, ich jüdische, ist da gewesen in der russischen Gruppe, das ist gewesen. Nur ich kann sie beweisen, das ist Leonie Posin, das ist Alek Rabinowitsch, ja, das bin ich. Und die zwei Medelach, das ist Mara und Nelly, oder sie die zwei Mädel, da sind mir. Nur 5 in Gruppe, das ist nicht wenig. Der Kurs für uns ist gewesen noch mehr. Ja? Nur die Igen sind am meisten gewesen von den russischen Schulen, ja? Weil ich habe gesagt, in Kóvne sind gekommen zurück. Nach dem Krieg ist am meisten die, was bewiesen, sich weggefahren in Russland. Haben sie gewusst, wie mir, haben sie gewusst, die russische Sprache, und sie sind sehr weg am meisten in russische Schulen. Aber es ist gewesen nicht wenig, welche sind gewesen, geendigt, litwische Schulen und litwische Gruppen haben sie gekannt sein. Ich bin gewesen nicht weit von Anheb. Habe ich gekannt, sag Kleibmus, ich gewinne ein Zettel mit Erde, wo man kennt, sag auskleiden und arbeiten. Habe ich ausgeklebt für sich, ich weiß doch, genau hat man nicht gewusst, aber für, wie das hat sich gerufen. Und gerufen hat sich das in Vilna, ist gewesen ein Trest, das ist ein Gräse, also Firma, welche hat gebaut, Industriefabriken.
Neue Industriefabriken, aber gemeint, das ist, no, das ist ganz kompliziert und das kann sein interessant für mich. Habe ich ausgeklebt, er hat gehabt Arbeitsstelle in Lite, das ist gewesen für ganz Lite. Der Rest ist gewesen Kleiderabteilungen in Vilna, in Kóvne, in Schabel, in Klepede. Habe ich ausgeklebt in Vilna. Vilna ist gewesen interessant. Das ist gewesen die Hauptstadt. Und ich bin gekommen in Vilna. Ist das gewendet in Schein in Herbst Nord-Belisi, ich habe gesagt, die Universität. In dem Jahr? In Jahr 1962, ja, das bin ich gewendet, 21 Jahre. Und ich bin weg von Stub dann, ja, in Vilna. Ich habe bekommen, die Gebäudeministerium hat gehabt in Vilna. Dormitory, die in Englisch, wie ist das? Wo man lebt, die Studenten heißen. No, aber das ist ja nicht Studenten, aber das sind doch Verarbeiter. Ah, ja. Ja, ich verstehe. Ja, die Wohnungen. Wohnungen? No, das ist ja, nicht kein Wohnungen. Das ist mir umgehört, ein Zimmer in den Gebäuden. Andere sagen Internaten, aber ja. Ja, mit noch einem von unserem Kurs, sage ich wieder. Na, sehr Nontachaber, meiner gewählt auch von früher und mit dem gearbeitet, will ich sagen, dass dann habe ich bekommen ein eigenes Bett. Weil wir haben gelebt in Kóvne, in die zwei Zimmerwohnung. Kommunal. Zimmer in Kóvne. Ist in ein Zimmer gelebt, Reisel, yeah, die Eltern meines Schwester. Und in anderen Zimmer sind gewesen mir. Ist gewesen dem Mannes Bett bei Wand, yeah, dem Bruders Bett bei der zweiten Wand. Und alle zwischen den beiden Betten hat man gestellt, als Kladuschke, das ist gewesen, was ist das, hat zusammen nur bemacht. Ist bis ich bin geworden fertiger Ingenieur, so das habe ich gelernt. So, dann habe ich schon bekommen ein eigenes Bett. No, und ich habe gelebt dort nicht sehr lang, weil in Vilna ist gekommen arbeiten. No, und mit mir zusammen hat geendigt, hat die Mädele, das ist gewesen, wir haben sie gearbeitet, noch in Institut. Und im 63. Jahr, no, das ist schon anderthalb Jahr, wie wir haben gearbeitet, in Vilna haben wir Rassene gehabt mit ihr. No, bis heim guten Tag. 120 Jahre. Ja. Sagt mir, wegen jenen Jahren, wer sind gewesen die erste, ich mir gedenkt, Vilna Iden, mit wenn man ihre sich getroffen, sie ein bisschen gehavert da viele. Sie sind sie gewesen ein bisschen anders. No, ihr wisst doch, ich meine, sie sind gewesen ein bisschen anders. Und mit ich bin gekommen in Vilna, auf mir gehabt, Kreivim in Vilna. Ich habe gehabt Bruder, was ist gewesen, no, das ist ein Schwesterkind, ist mein Onkels Tochter, ja, von mir. Aber eben schön. Mein Onkel hat ich ein Schwesterkind, hat ich ein Schwesterkind und bei jenem Kinder sind doch ich Schwesterkinder meine, ja, nicht Schwesterkinder, aber Cousins, ja, das ist gewesen nur von zweiter Reihe, ja, Isikowische sind dort gewesen. Also sie haben gelebt, ist mit dem haben wir gesagt,
und sie ist gewesen, was der Rabinowitsch war mit Wermen, sie ist gewesen von meiner Gruppe, sie ist gewesen von Vilne und der hat Leonie Posin ist auch gekommen in Vilne arbeiten, nur in, ich meine, als in einem Jahr herum noch sein gewesen. Es ist gewesen noch Bekannte von früher, welcher mich geendigt die Bau-Ingenieure. Und ich habe gesagt, die eine Gruppe bis mir ist dort gewesen, eine Hälfte der jüdischen Kinder. Ist von seiner gewesen, nicht wenig in Vilne. Ist noch, ich muss sagen, ihr wisst, das wollte ich gern besser erzählen, mein Freund, weil sie hat geendigt die Mittelschule in Vilne. Ist zusammen eine Hälfte von den Schülern, was haben gelernt zusammen mit ihr, sind gewesen jüdische Kinder. Und das sind gewesen Kinder, welche Eltern haben gelebt auf Gediminer Prospekt. Und sie hat erzählt, dass Sachbuchflex reingehen in die Stuhl und sie haben gelebt ganz. Nur wegen älteren Iden, ihr seid gewesen ein junger Mann. Yeah. Ist die ältere Iden in Kóvne, sind gewesen ein bisschen anders wie die ältere Iden, was ihre Begegnung in Vilne? Die Moschel, die Vilner haben gehabt einen Hintergrund in polnischer Sprache und Kultur. Sie sind gewesen Vater, wir haben polnische Bürger, nicht gar litwische. Etwas hat sich gespielt bei den Älteren, ein Unterschied in Lebensweise. Ich wollte gekannt sagen, dass die Älteren Iden in Vilne seinen Öfscher gewesen noch mehr gebildete Eider. Kóvne war sein geblieben, vor dem Krieg ist in Kóvne gewesen, sehr gebildete und ganz gut. Es ist dort gewesen, eine jüdische Gymnasie und eine hebräische Gymnasie und die Schiva ist gewesen, eine Slavotka, eine Größe. Aber nach dem Krieg, meine ich, hat sich ein bisschen geändert und die viele im 40. Jahr ist die Intelligenz, was ist geblieben, Kóvne, hat man herausgeführt, zusammen mit den Litwinern und Russen, aus ich von Kóvne, ich von Vilne. Ihr versteht, in dem 62. Jahr ist noch keiner nicht gekommen zurück von dort, oder nicht kein Sach sein gekommen. In den Ende 50. sind schon etliche gekommen von Sibir. Aber am meisten sind gekommen, was sagst du? Aber Laufdach von den Sibirer, ich hätte von den Entlaufenen, von denen wir sind weg die erste Woche, yeah. Oder sind geworden Soldaten in der Ritterarmee, yeah, yeah, in der 16. Division. Ist das gewesen als eine? Nur, ich verstehe, ich habe gehört, was meine Karriere und der meiner. Eisikowitsch, der Bruder, hat Hasnegert mit der Wilner Mädele. Sie gewinnt die Tochter von Savic, ist da gewinnt in Vilne, ein bewusster Urolog. Ja? Sein Frau ist gewinnt ein Zehndoktor. Sie hat gerade ein eigenes Kabinett in den sowjetischen Zeiten. Da nicht weit von Basenowitsch aus Gasse, in Ornib. Leben Bunimovis Gebäude, Leben sein Bank. Nun ist sie gewinnen verschiedene. Sie gewinnen. Ich habe gesagt, Gehavard noch in Vilna ist gekommen. Ich arbeite ein Jahr früher vor mir, ein Jahr älter vor mir gewesen, der Rosenblums Sohn, dem Professor Rosenblums Sohn. Und dank ihm habe ich, ihr versteht nur, was ich habe gesagt, dass ich ausgeklebt habe, ich habe gehabt die Möglichkeit und ich habe ausgeklebt, eine Stelle da in Vilne. Aber ich bin gekommen arbeiten und ich bin weg, dem ersten Tag auf dem Ort, wo ich habe gedacht arbeiten, das ist gewesen ein Gebäude für eine Fabrik. Und ich habe da sehen, mit was vernimmt. Auf der Test.
die Puschke, verstehst du, die Haus ist ein Gewinn fertig und der Rest hat sich vernommen mit der Montierung von den Geräten, von der Technologie. Ihr versteht? Von dem Anruf von dem Rest hat habe ich gesagt, dass das ist, ich sagte, vernehmen mit den Puschkes, das ist kompliziert, das ist ernster wie ein Wohnhaus. Mhm. Das ist, aber das ist aber bewiesen, als das, was mir ist neu, das ist, was ist meine Spezialität, ist in Fahrtig. Ja. Und ich muss auch vernehmen mit der Technologie. Und das weiß ich nicht. Und ich verstehe, als mit jedem Gebäude wird seine andere Technologie. Ich weiß, was für ein Spezialist kann ich sein. Ich verstehe, es ist mir geworden, aber es ist nicht sehr feilig. Aber ganz, ganz gierig. Ich habe angegeben, im September arbeiten. Aber ich habe getroffen mit meinem Vater, mit dem Rosenblums Sohn. Nun, wir haben gesagt, du gehst, wie er arbeitet, wie ich arbeite. Hat er gesagt, komm bei uns. Er hat gearbeitet, da ist gewesen in Vilnius von den Bauministerien. Hat gehabt eine zentrale wissenschaftliche Laboratorie. Also, welcher sich vernimmt mit sehr interessanten Sachen. Er hat mir erzählt, aber nur sagt er, komm bei uns. No, aber das ist leicht zu sagen, komm bei uns, ihr versteht, er ist gleich dort hereingekommen. Und die Problem ist gewesen, als ich habe gesagt, ist in den sowjetischen Zeiten am Behendigst ein Institut, ist das, was du gleichst, sag ich, ist 3 Jahre musst du abarbeiten. Du kennst nicht beiden die Arbeit. Das ist gewesen, ihr versteht, nur mit uns ich bekomme eine Stipendie, versteht? Man hat mir gezahlt. Ich habe nicht gedacht, so für die Ausbildung. Das ist gewesen interessant in den sowjetischen Zeiten. Ich meine, als Dank die sowjetischen Zeiten hat die Mama gekannt, dass er uns beiden ausbilden, versteht? Weil wir beide bekommt sie kleine gewesen, Stipendien, aber die Mama ist schon gewesen ein bisschen leichter. Ich verstehe, die etliche 100 Rubel, nur das ist ein Gewinn. Etwas was. Und das hat mir gegeben, nicht guckendig auf der ethnische Bevölkerung von dem Jochit. Nun, es ist gewinn, ich weiß doch, ich leicht sagen, nein, wegen dem ist dem ersten Mal, wenn ich auf dem ersten Kurs, hat man mir nicht gegeben, die Stipendien. Bin ich weg. Das ist gewesen einer von den Lehrern, ist er gewesen, unser Anführer von der Gruppe. Ich habe gesagt, doch, ich gerät mit dem, für was, wie ist das? Ich habe kein Vater nicht, die Mama ist alleine, wie ist das? Ich bekomme nicht. Und ich bin mit einer Medaille, ich bin nicht der letzte Schüler in der Gruppe. Nur hat er, weiß ich nicht, ich meine, also, nur hat er geschmeichelt und hat mich gesagt, nicht geernt. Bin ich weg bei dem Dekan von Fakultät. Der Dekan von Fakultät ist der Anführer von ganz Fakultät. Und das gewesen hat er ein anständiger, ordentlicher Litwiner. Er hat verstanden, also das ist nicht richtig. Und er hat erledigt und weiter, also, habe ich studiert, ganz gut. Ist das schon, wir bekommen alle 5 Jahre die Stipendien. Aber zuerst, ich meine, ich verstehe, nur, da würde ich sagen, als, nur, ich habe die ganze Zeit vielleicht gesagt, ich habe kein Mal nicht vergessen, als ich bin. Und es ist gewesen, nicht wenig Momente, wenn man vielleicht mit der Mann, die Umständen oder das, was vielleicht mit mir passieren. Aber nur was ich bin geblieben im Leben. Und also ist das. Das Leben ist doch ganz kompliziert, beklar. Ist das, was das sei, gewesen ist, will ich sagen, komm gern zu dem Moment, wie. Ihr versteht, er sagt, komm bei uns, aber ich habe noch nicht gekannt. Sagen, also ich gehe weg von euch, 3 Jahre muss ich abarbeiten. Aber
Ich habe sich vertragt, dass er als in die Laboratorie, in der Trest, gehört zu dem Bäumeministerium von Lide. Meine ich als, ich bin doch gewesen jung, 21 Jahre, ist, meine ich, ich will gehen bei dem Minister. Und ich will ihm erzählen, die ganze Meise, wie das ist. Ist er gern bestimmen, er gerne inwendig in das Ministerium, kann er mir auch überführen dort. Aber er versteht, er darf das wählen. Er darf das wählen, kennen, kennen, aber er darf das wählen. Nun, und ich muss euch sagen, ich habe nicht gehabt, bei wem zu gehen und beten, es soll mir helfen. Oder, ihr versteht doch, ne? Die Mama ist bei uns gewesen, ein heldischer Mensch, aber sie ist gewesen ein kleiner Mensch, eine poschete Bürgerin. Sagt mir, am Rätschen wegen Ihnen, Sie gedenkt dir zufällig, nicht von Eierarbeit, nur von jenen Jahren, welchen it is Chicago interessante ältere Iden, was ihr gefunden in Vilna, gewann er solche? Ja, es ist gewann er solche. Da muss etliche viele die, mit welchen ich hab gedacht habe. Nur eben etliche ältere Iden kennt ihr sich da monen wegen sei Eppes. Ich kenn sich da monen, das sagt er, wie dort, von mein Fach. Le Mosche, ja. Wo ich hab gearbeitet, ist gewann er seine, was er gehabt, sehr ernste Stelle, nur der Weißminister, ja, von dem Minister, einer von seinen Vertretern, ist gewesen, Aid, Dullmann, ja, ja, das habe ich schon nicht gehört, aber sein Sohn hat gearbeitet in Vilnius Ingenieurinstitut, das ist gewesen, Bauingenieuren, ein spezieller Institut später. Ist er gewesen. Im Ministerium ist gewesen ein technischer Departement, in welchem der Hauptingenieur, der Hauptingenieur in dem Departement, ist er gewesen, Leibe Simon. Das ist gewesen, dem Simons. Dem Heichen, wo in die sowjetische Zeiten gewesen in der kommunistischen Partei, von dem Journal Kommunist, der Redaktor, Cousin sei gewesen. Cousin, ja, aber der ist gewesen nicht kein Parteiner, der ist gewesen ein stärker Ingenieur, weil er versteht in ganz Ministerium von technische, die technische Departement, das ist ja ein wichtiger Departement. Ist allgemein der Hauptingenieur, dass ich, als ich auf Sachen rübergeklebt in die Laboratorie, ich will das sagen, kurz, ich bin Tage angekommen zum Minister, und dann in die sowjetische Zeit, versteht vielleicht sein, nach der Arbeit ist gewesen als eine Grafik, wo er vielleicht annehmen, wer noch es will bei ihm. Er vielleicht sagt, verschreiben und du kannst reingehen beim Minister. Bin ich bei ihm rein, bin gekommen, ich habe ihm erzählt und er hat mir verstanden und er hat das erledigt. Ich verstehe, ist schön im November. Er versteht, im September habe ich angefangen zu arbeiten und im November hat er schon mir, ihr versteht, er hat mir gedacht, er rauslassen von dem Trest. Aber der Minister hat gesagt, dem lassen wir raus und dort hat man mir gedacht, annehmen, ja, in die Laboratorie. Das ist echt gewesen, das ist gewesen, besondere Organisation. Mit welcher aber der Minister hat gekannt als und er hat das erledigt. Nun, ich muss sagen, als in die Labor, ich habe gewählt, in eine Abteilung reingehen, dort, wo es gearbeitet mein Haver, aber man hat mir zuerst genommen in eine andere Abteilung und wie ich habe verstanden, später ist der Leiter von die Labor, hat eine eigene also eine Idee. Er hat geprüft machen sein PhD dann und in die Abteilung, in welcher er hat mir reingestellt,
habe ich da später gedacht machen, vor allem die Prüfungen. Aber das ist gewesen für mich interessant. Und ich weiß nicht, so, das ist für euch interessant, ich soll das erzählen wegen dem, weil das ist die Abteilung, welche ich habe in ganzen drei Stellen für meine ganze Arbeit. Und in die Labor habe ich gearbeitet dann 13 Jahre. 13 Jahre, das ist der erste 13 Jahre, das heißt von bis dem 75. Jahr habe ich gearbeitet in die Labor. Ist 2 Jahre habe ich gearbeitet in der Abteilung von Beton. Das ist eine wichtige, eine interessante und für die weitere Arbeit ist das für mich gewesen sehr interessant. Und es ist gewesen, dass ich habe gedacht, sag vernehmen mit einer Frage dann gleich, und vor dem mein Natschalnik ist das gewesen als Asach. Nur, was ist Beton? Beton meint man, das ist ihr weiß doch, eine ganz proste Sache. Was du willst, schießt da rein, du mischst zusammen und du bekommst Beton. Das ist nicht als ein Porsche. Das ist ganz. Eben du willst bekommen eine gute Qualität. Ja? Und du willst das benutzen für eine ernste Konstruktion. Ist das ganz kompliziert. Aber eben, da erzählen kurz werden die Probleme. Ist, dass am meisten Beton vielleicht man zugreifen scheint, zumischen und erfahrtigen Beton, nachdem herausschieben in Kessler, das ist gewähnt die Formel, das ist also wie der Kessel vielleicht muss sein, also, welche Form von der von die Konstruktion du willst bekommen. Ist, es soll sein fest, ist nicht genug gewesen, reinschütten, poschen den Beton in die Kessler, in die Formen. Aber man muss vibrieren, ja? Vibrieren, das heißt nur dreißeln das. Ja? Und das vielleicht sagt zusammen dreißeln, ist dann schein der Beton gewesen ein bisschen stärker und besser. Aber man hat ein bisschen später zugetracht zu produzieren von Eisenbeton, aber nicht vibrieren den Beton, aber drehen in Zentrifuges. Ihr versteht, wie Butter bekommt von Milch. Das dreht man Zentrifuges und die Fette, das verbleibt. Ist, als wir vielleicht das drehen, vielleicht man bekommen Rohre, die kehren seine Konstruktion, ja? Und jetzt ist das schon nicht da, bei uns ist da gewesen eine Fabrik speziell, was produziert was seine Elementen für die Trolleybussen, in die Gassen, jetzt ist das von Metall aus, aber gleich, Gott, wenn ich auf Angehen arbeite, ja? Vielleicht man das produzieren als ei, ist die Probleme gewesen als ei. Die vibrierte, für die vibrierte Konstruktion, ihr versteht, nur Ingenieure berechnen jede Konstruktion, nur wie viel man kann hier anladen, ja? Die Anladung auf die Konstruktion, muss man nicht bestimmen, aber du musst das alles berechnen und nachdem, der Beton kann sein, seine Steifigkeit kann sein verschieden. Das belangt von dem, wie viel Zement mehr geht, wie viel Samt, wie viel Steindeller dort bekommt und was für eine Struktur das ist und wie viel Wasser mehr ist da rein. In dem ist. Ist mit der Konstruktion vielleicht man aber oder in die Laboratorien, wo man vielleicht produziert den Beton, vielleicht man machen eine Kubiklach und die Kubiklach vielleicht man brechen und in der Presse jetzt zu brechen und dann vielleicht man nur sehen, was für eine Steifigkeit bei dem Beton ist.
Aber das war dann vibriert, besonders das gewinnt gültig. Aber sie hat auch gegeben, drehen und zentrifugieren Beton. Ist, ihr versteht, das ist ein gewinnt an anderer Technologie. Und das hat man gemusst bestimmen, wie man darf berechnen denn das, an seinen Elementen. Und was für ein Beton bekommt sich dort. Ihr versteht, nicht mehr vibriert, aber mehr drehen. Ist kein Kubikes machen, drehen, das hat man nicht gekannt. Ist hat man gemusst, zutrachten, wie das machen. Ich bin gewesen als ein junger Ingenieur. Und die Frage hat man mir gestellt, vernehmen Sie damit und tracht zu. Ob ich das zugetragen, ganz poschig, David. Nur allemal ist es, als du trachst ihn zu, ist das poschig. Ich habe bestimmt, als öfter will ich von dem Beton machen, I-Kubikes, I-Rohren und vibrieren das. Und nachdem, von demselben Beton, zentrifugieren Rohre und sehe, ich habe welche Fotos, welche ich kenne, ich beweisen. Das ist auf die Fabrik, das setze ich, das sind die Größe, das sind die Formen, das bin ich dort, auf der Fabrik, ich bin da ganz jung und ich habe zugetragen, wie man so zugreifen in die Formen schenkt, was ist in Zentrifuge, kurzinke Zylindres, und als eine selbe Zylindres, ob ich geprojektierte Formen sein, welche ich vibriere das. Und nachdem, was in Asin Press, da ist das, da sitze ich mit Apparatur und ihr seht da ist mir geguckt, wie das deformiert sich und was bekommt sich. Und das ist ein zerbrochener, vibrierter, der Ort. Das seht ihr, Ist, ihr versteht, ist ganz einfach, was auch bekommen, als eben wir zugleichen die Festigkeit von vibrierten und zentrifugierten Rohren, also eine Zylindres, sie sind identisch. Von der Diameter und von ist bekommen wir den Effekt, wie viel, versteht, und die Kubikers, wir bekommen den Effekt, auf wie viel steifer bekommt sich der Beton, als man zentrifugiert. Ist dann kann man schon wieder nehmen die vibrierte Kubikler und den Koeffizient haben wir schon. Ich sollte sagen, ob ich die Frage gelöst habe. Das ist gewesen, interessant für mich. Und das ist gewesen die erste Aufgabe für mich. Und später bin ich rein in die Abteilung, in welche ich habe gleich gewählt reingehen. Das ist ein gewesen, die was vernimmt sich mit Konstruktions. Dann ist eisenbetonene Konstruktion gewesen im Sowjetverband die wichtigste und verspreit sehr. Und ich muss euch sagen, das ist gewesen richtig. Das ist gewesen richtig, weil alles das vielleicht mit Produktion auf die Fabrik. Das heißt also auf die Fabrik. Und alles vielleicht mit Bäumen von typischen Konstruktions. Was heißt das, eine typische Konstruktion? Das heißt, dass die Elemente seien verschiedene und Anlagen, vielleicht man kennen mit verschiedenen Anlagen sehen. Aber sie vielleicht seien armiert anders oder fester der Beton und das haben wir festeren Element. Ich habe noch reden wegen Sachen, welche sind öfter ganz kompliziert und öfter nicht sehr interessant
war, wie was wir später das Proben haben. Aber ich, no, ich muss euch sagen, als da habe ich sich vernommen, mit dem, was ich habe gewählt, sich vernehmen. Und da sieht man, wie man baut eine einstöckige Fabrik, Industriefabrik. Ist da sehen wir die Vertikale, seht ihr? Ist da eisenbetonene Seilen, ja? Yeah? Seilen, richtig, ja. Yeah. Und auf See stehen Fermen, Fermen ist das Eich hier, hat das ein Element, hat man gewusst zu trachten, weil er versteht, bis, nur ich will ein bisschen euch erzählen, wie, was für eine Lage das ist gewesen, das ist interessant, für die Historie meine ich, das ist interessant. Ich habe angegeben arbeiten in 1962 und im Sowjetenverband die hat man bestimmt als das Hauptkonstruktion wird sein in Eisenbetonene. Ist ungefähr im 59. Jahr. Ist und in die Jahren, als ich habe angegeben arbeiten, ist das gewesen da in Litteich. Die Jungen, wo man hat geschaffen, da die Industrie von eisenbetonene Konstruktion ist. In jeder größeren Stadt, in Vilnius gewähren drei Fabriken von seiner Konstruktion, nur in Vilnius. In Kóvne gewähren zwei Fabriken. Und Schawel und Kleipede, Bonneve, Schalom hat das eine Fabrik. Ist man produziert nicht nur seine Elementen, was ich abgewiesen auf dem Foto, ja? Man hat produziert Poschetere, in die 60. Jahren hat man noch gegeben, bauen in ganz Russland, in ganz Sowjetverband, die greisplattige Wohnhäuser, ja? Die, man sagt, dass die blockene Häuser sein, aber sie sind von Platten, nicht von Blocken. Die Platten, was eine Plattenfahrerzimmer, das heißt, es gibt spezielle wohnhäuserische Kombinaten, auf welche die Platten hat man gebaut. Und das ist ich gewesen, in Vilna ist gewesen eigener. Und ihr habt gefragt, wegen Nieden, ist Anführers von dem Kombinat in Vilna sein gewesen, zwei Eigen, der Direktor ist gewesen Lubetzky, Schleime über Lubetzky, und der Hauptingenieur in dem Kombinat ist gewesen Levin. Ich habe beiden gekannt ganz gut, ich habe nicht wenig gehabt zu tun mit dem Kombinat. Doch ist gewesen Laboratorien, eigene Fabriken, die Eisenbetone sind gewesen, Laboratorien sehr gewesen. Ich habe vergessen, sein von Laboratorien von dem Kombinat. Ich habe vergessen, da in dieser Familie genommen, jetzt. Will ich sagen, dass die Abteilung, welche ich habe, ich bin schon in einer Reihe später von der Konstruktion, haben wir in unser Laboratorium gehabt einen Stand, auf welchem wir pflegen, alle Fabriken pflegen uns, führen die komplizierte Konstruktion von den Fabriken. Und wir pflegen sie forschen, wir pflegen sie brechen. Aber nicht Poschett brechen. Nur, was ich gleich weisen jetzt, wie das sieht aus. Und das ist, ihr seht, das ist eine Firma, ja? Und das steht sie schon fertig, sie schon zu brechen. Nur, zu brechen, das heißt, was ist der Ort, wie sieht aus, zu brechen, ja? Ist das mit Geräten, mit Instrumenten, ja, mit
legen wir das sehr durchgucken und mein Aufgabe, ich habe bekommen die Arbeit, dass ich im Sowjetverband als Leningrader Projektischer Institut auch zugetragen habe, und die Firmen hier, ihr seht, das ist das sind die Firmen hier. Das ist in die Säulen. Über sie gehen die Firmen und dann gehen Platten nach sehen. Ja? Ist das eine Firmen vielleicht auf mir ist Leningrader der Institut dazu getragen, 18 Meter die Länge und 24 Meter die Länge. Und als eine Firmen vielleicht können nutzen als 6 Meter oder viele 12 Meter. Ihr versteht, also, es ist nicht gewesen als eine Konstruktion. Als ich habe angefangen zu arbeiten, noch im 62. Jahr, ist es gewesen noch die Möglichkeit, 6 Meter über der Knie, nachdem noch dem 9, noch dem 15 Meter. Ja, und mit der Idee. Und das ist geworden schon als erstmal gekannt über den 18 und 24 Meter. Ist das gewesen noch drei Erter im Sowjetverband, da in Lite, in Perm, Perm ist schon in Sibir, ja, und in Cherepovets. Ist das gewesen die drei neue Erter, ist da bin ich gewesen von dem verantwortlich, ja. Und das ist zuerst ist noch nicht gewöhnt wie typische Elemente, versteht? Das hat man das Leningrader Projekt, Hauptprojektinstitut, aber gewöhnt das Projekt, Institut Nummer 1 im Sowjetverband. Und in Moskau ist gewöhnt der Hauptforschungsinstitut für Stahl, für eisenbetonene Konstruktionen. Ist die zwei Organisationen und auf einem Ort, dort, da bei uns ist gewesen unser Laboratorium, vielleicht mir Anforderung über die Fabriken. Die erste Fabrik ist gewesen in Kóvne. Dort vielleicht man das produzieren, ja. Und man vielleicht schon proben wollen, etwas was mit dem. Und wir vielleicht parallel proben die Konstruktions mit Geräten, mit Instrumenten und die Resultate pflegt man, schicken dem Projekt, die Projektanten, sie pflegen, verrichten ein bisschen, ändern diese Zeichnungen und das ist das gewesen ganz sag, ja, ich meine, das ist also ein Jahr 5, 6 in ganz Sowjetischen Verband hat man als experimentell. Hat man aufgebaut 2,5 Millionen Quadratmeter Industriefabriken mit OTD-Elementen. Und ein bisschen später haben wir es auch vernommen mit die Elementen ein bisschen anders, weil es ist gewesen ganz kompliziert zu produzieren. Ist mein PhD ist gewesen, ich verbunden mit OTD, Größe 18 Meter dicke und 24 Meter dicke OTD und Elementen. No, ich weiß nicht, ob da sieht man besser. Und da sieht man, das ist ein Element. Ja? Ihr seht, das ist ein bisschen anders. Also, das, weil in den Fabriken kann sein, der Dach kann sein ein Platz. Ja? Und er kann sein, ist das, was mit den Firmen hat man gekannt machen, IASA. Das ist ein sehr interessanter Element. Aber ich habe es vernommen und ich habe gemacht mein PhD. Ich will sagen, wie kann ich das erklären? Alle die eisenbetonene Elementen, sie
der Grund, mit was ist guter Eisen betonender Element. Beton ist sehr stark auf Drücken, danke, ja? Ist er sehr stark und ungefähr 20 Mal schwacher ist er auf Ziehen. Ist der Grund von Eisenbeton ist, dort, wo der Element arbeitet später schön in einer Fabrik, ist dort, wo es wird sein Ziehungsspannungen, ja, legt man rein Eisen und als der Beton spalt. Eben wird nicht gewöhnt der Eisen, was hat das zerbrochen und fertig und nicht auch ein Element. Und aber legt er ein Eisen, ist als man riecht, no, verschiedene, die Firma sei ich oder Balkes, was man hat ich von Eisenbeton, ist dort, wo die Ziehungsspannungen sein, ist Platz der Beton und das nimmt über das Eisen. Und das Eisen ist viel stärker als Beton. Ist er versteht, hat man schon gekannt, vergrößern die zwischen die Wände, zwischen die Säulen hier. Und das ist sehr wichtig gewesen für die Industrie. Weil ihr versteht früher, als die das ist gewesen 6 oder 9 Meter hier, als man entdeckt eine neue Technologie, ist, darf man andere Geräte dort reinrücken. Und das ist sehr eng, ist, darf man auch abwerfen, denn man bauen ein neues Haus. Ist die Elemente, als man bekommt, vielleicht man kennen bauen schon große Gebäude und zwischen die Säulen vielleicht sein große 18 Meter, 24 Meter, ja, ist als vielleicht ändern die Technologie, ist gewinn nicht warf man raus die und nicht rieren die Gebäude, dort ändern die Technologie. Das ist gewinn sehr wichtig. Das ist gewinn wichtig. Ist meine Aufgabe ist gewinn also, ihr versteht, die Industrie hat verschiedene Technologien. Und es ist da die chemische Technologie, es ist da die andere Technologie, wo es ist die Technologie ist aggressiv, nicht nur für Menschen, aber für die Konstruktion selbst. Und dann muss man, oder noch hitten dem Eisen, muss man hitten, er soll nicht korrodieren. Weil er durch die Spalten geht rein die Aggression zu ist, hat man neu getracht eisenbetonene Konstruktion, in welche man legt nicht Porsche da rein dem Eisen, aber man zieht an früher dem Eisen, man zieht dem an und das sagt, sieht man dem Eis, nachdem betoniert man das. Und als der Beton wird steif, lässt man ab dem Eisen. Und der Eisen, ihr versteht, er will doch sich kehren in den vorigen Zustand. Ja? Besteift er den Beton. Ist das eine ganz interessante Sache, welche man euch gefunden hat? Nicht schon 50, 60 Jahre zurück, schon ein bisschen früher, aber in den Elementen ist dort, wo der Unterschied... Ja, der Motto, das gewinnt alles den ganzen Neu. Ja, das ist alles gewinnt sehr neu. Ja. Und in das Element, ja, ist ja. Unten
vielleicht sein Ziel, ja? In die Ort ist vielleicht sein die Quetschen, no, die Druckspannungen. Ist mein Aufgabe mit meinem PhD ist gewesen, zu trachten, als Abkonstruktion von die Firmen, sie sollen arbeiten an Spalten. Und ich, sich nicht. Ich sag mir, in welchen Jahr hat ihr bekommen, dem Doktorat? Ich habe bekommen mein Doktorat in 73. Jahr. Und wann hat er angeheben seine Lehre in der Universität? Noch alle in der Universität habe ich angeheben. No, ihr wisst, ich habe angeheben als Lehrer öfter früher, aber in der Universität. In Vilna, dem Bauingenieurinstitut, welcher später ist geworden der Technische Universität Vilna, habe ich angegeben arbeiten. Später, ich will sagen, wenn ich angegeben seiner Lehrer, das ist in, ich habe gesagt, dass ich habe gearbeitet in die Labor bis 1975, ja. Yeah. Ist in Mai 1975 bin ich weg von dem Labor schon. Ich bin schon gewesen, ein PhD habe ich schon gehabt. Ja. Da in Vilna ist gewesen ein Institut für Weiterbildung. Das heißt, als no, es ist gewesen, als ein System im Sowjetverband, als alle Spezialisten, nicht wichtig, nicht nur im Bauwesen, aber alle mit die was einen Ingenieuren, Doktorin und Ökonomisten und so weiter, ist alle fünf Jahre müssen sie kommen in eine Institution, welche kennen sie von den allerneuesten Sachen. Etwas was da erzählen. Ist da gewesen schon ein Institut in Vilna, dort ist gewesen eine juridische Fakultät, dort ist gewesen eine Industriefakultät, eine ökonomische Fakultät und sie haben gewählt, schaffen für Bauingenieuren eine Fakultät. Nur ich bin schon gewesen PhD, haben sie gesagt, öfter was will ich. Nun, ihr versteht, ich gleich sagen, als ich habe gearbeitet in die Labor, ich und mir sind gewesen etliche solche, wir sind herumgefahren in ganz Litte, weil wir vielleicht kennenkommen in der Früh auf der Arbeit und eben es passiert etwas wo, zum Beispiel in Majek, ja? Oder in Schawo oder in Klaipede, eine Avarie auf einem Platz. Einer von uns, gleich vor dort. Und wir vernehmen sie damit, weil wir sagen, nur mit Absicht, dort, für was das ist gewesen und wie ist das geschehen und das darf man reparieren und wie das weiter, das Boy darf nicht sich abstellen und das ist schön. Ist das gewesen, nicht so offen, aber also eine Frage ist, nicht unbedingt eine Frage, aber Frage ist, also no, zweifeln vielleicht man etwas zu konstruiert oder was, ist gleich vor mir dort. Ich will sagen, als no, unser Leid haben nur mehr vielleicht uns gekannt in ganz Liter, ganz gut. Ist dann bin ich gewesen PhD und sie gesagt, dass wir will und schaffen einen Lehrstuhl da. Efter was du darfst damit vernehmen. Nun ist mir das geworden interessant, meine ich, efter will ich proben. No, aber es ist gewesen ein Konkurs. Und ich habe angenommen meine Dokumente und ist gekommen eine Kommission. Bei mir in Auditorium und sie verhört mir. Das ist gewesen eine Lektion sie haben dort angegeben und einen speziellen Lehrstuhl mit Bauingenieuren schön arbeiten.
ist, bin ich eine Gruppe ist gewesen dort, ich habe gerade eine Lektion, sie haben mir verhört und sie haben mir angenommen. Ich bin in 75 Jahren bin ich gewesen, der einzigste auf dem Lehrstuhl auf dem Full-Time, yeah. Aber no, in 10 Jahren rum, in einem Jahr rum, haben wir schon geschaffen dort in der Fakultät, eine Bäufakultät, und ich bin gewesen der erste Dekan dort. Und in 10 Jahren. Wo ist das gewesen? In Vilna, das ist gewesen in die Gebäude, wo die jüdische Kirche ist da. Für Pilimofir, in Tarbut Gymnasie. Ist gewesen der Institut. Wie hat geheißen der Institut offiziell? No, auf Pilimofir. No, das auf Litwisch. Auf Litwisch, auf Litwisch. Auf Litwisch. Liaudies Ūkio Specialistų Tobulinimosi Institutas. Tarp šakinis jis doch gyveno, buvo doch nusais, zwischen verschiedene disziplinen. Ich hab gesagt, dass dort gyveno i juristen, i what is that? Zwischen disziplinen. Ja, zwischen disziplinen. Ja. Is, what in a jahr rum, no, ich hab... Das ist gewesen für mich interessant, aber das ist gewesen eine ganz schwere Arbeit. Ihr versteht, weil das ist nicht dasselbe wie Arbeiten in einer Universität mit Studenten. Das Pflegen kommen bei uns auf einen Monat, auf zwei Monate. Später haben wir angegeben, arbeiten mit der Reserve für Hauptingenieur oder für die Natschalnikes. Mhm. Ist auf ein halbes Jahr pflegen sie kommen bei uns. Ist mit sehr, versteht, ja. Von ganz Lita kommen sie. Verstanden. Und erwachsene Menschen. Ja. Und man muss sie Tage erzählen, nicht das, was sie wissen. Sie wissen Sachen öfter besser wie du. Und man muss sie Tage verinteressieren. Sie versteht, ich habe selbst gearbeitet mit den Programmen. Ich habe gearbeitet, dann ist gewesen, jetzt haben wir kein Bäuministerium mit unserer Lita. Ja? Aber dann, in den sowjetischen Zeiten, es gewesen drei Bäuministeriums. In welchen ich habe gearbeitet, ja, nach dem für die Dörferische, ja, ist gewesen. Es ist gewesen für die Selske Gesäste. Das ist, ihr versteht, nur für städtliche Jene. Und das ist gewesen, und es ist noch gewesen ein Komitee. Ein Komitee. Für Bäuwesen, ihr versteht, ist mit den alle Institutionen, so wird doch gearbeitet, sehr Sache mit den Programmen. Und ich pflege ein Rufen von sehr Menschen, ich sie sollen kommen, die Ministerien, ich dann mal okay. Verstanden. Öfter eine narische Frage gucken, die von Dresden. In Amerika, in England, in England, hat man nicht verstanden, wie ist der tagtägliche Leben dort. Ist seien die ein Lehrer, ein Professor, ein PhD, ein Experte. Wie sind gewesen die geistigen, die sozialen Bedingungen von Leben? Ist gewesen ein guter Leben, ein eingenommener, ein freilicher oder gewesen Probleme schwerer in jenen Jahren? Da wird alles gewesen. Alles ist gewesen, das, was ihr habt gesagt. No, ihr versteht, wir leben Hand und wir reden Hand mit euch in einem freien Land. Yeah? Ich wusste, gewesen nicht frei. Darum. Nicht frei ist gewesen die ganze Ideologie. Ah. Aber in einem Fach wie Bauingenieur, Wissenschaft, Euch oder? Mir ist gewesen sehr interessant. Ja. Ich will euch sagen mehr. Ich habe verteidigt mein PhD in 73. Jahr. Mein Bruder ist weggefahren in Erzisroel in demselben Jahr. Er ist gewesen noch auf meine Verteidigung. Für was ist er weggefahren? Ich muss euch sagen, er ist schon näher gewesen, ein PhD in Medizin. Und er ist gewesen, den PhD hat er gemacht in Moskau. Virusologischen Institut. Das ist gewesen ein Zentrum. Und ihr Eid von Danet. Und wir haben ihm geschickt. Und er sagte,
gekommen zurück und er hat gearbeitet in dem medizinischen Institut. Er hat gearbeitet auf mikrobiologischer Kathedre. Man hat nicht bekommen dem Dozent, glaube ich. Ich weiß nicht, David, ich leide so mehr. Weißt, mein Bruder, alle sind mir zu verschieden. Sie darf sein. Ja, und ich will euch sagen, das ist selbst nicht schlecht. Aber mein Bruder ist noch, sein dicker Student, ist er rein in die Partei, in die kommunistische, 18 Jahre ist er gewesen. Nachdem er mir hat angegeben vorn, ist er wieder von der Stelle weggefahren. Weil er mir angegeben vorn in den 71. Jahr, etliche sind er weggefahren, er noch früher, ihr versteht. Und ich in die Zeiten habe gehört, das sei interessant. Arbeit, mir ist gewesen sehr interessant. Sie hat sich etwas gebeten in die 80er Jahren, in die Gorbatschow-Jahren, die ersten? Ja, ja. Was hat sie gebeten? Sehr, sehr. Die ersten Jahren? In den ersten Jahren muss er gebeten, das ist nicht nur Juden, aber viele russische Leute vom ganzen Sowjetverband. Haben gekannt vorn, wo sie will. Das hat gemacht Gorbatschow. Das hat gemacht Gorbatschow, ja. Das hat gemacht Gorbatschow. Und das ist eine Sache. Und ihr versteht, man hat schon gekannt, öfter ein bisschen öffentlicher reden irgendwas. Die TV und andere Sachen haben sein Ich gewonnen. Freier ein bisschen, freier. David, nicht im Ganzen. Versteht sich, die Kommunistische Partei ist gewähnt die Hauptpartei, die einzige Partei. Und das ist gewähnt gefährlich. Ich muss sagen, dass in ganz Sowjetverband ist dort gewähnt, ich weiß nicht, oder 1,6 Millionen oder 6 Millionen Parteien. Ich meine, das sind nicht 16 Millionen. Ich meine, das sind 1,6. Ich habe mehr zu. Aber viele 16 ist das nicht so viel, weil 180 Millionen ist gewesen im Ganzen. Das ist sehr wenig, aber sie haben gelebt anders. Sie haben gelebt anders. Und ihr versteht, ich will euch sagen, ich komme zurück zu dem Institut, in welchem ich abgearbeitet habe, 10 Jahre als Dekan. Ist in meinem Fall, bin ich gewesen der einzige Dekan, nicht kein Partei. In Litte, in ganz Litte. Und noch Eid. Ich habe gehört, dass seine zwei Fehler in meiner Biografie. Versteht? Aber, für was? Nach 10 Jahren bin ich weg von dem Dekan. Weil er hat, sie schon gewähnt, Gorbatschow. Das ist doch schon gewähnt, der 85. Jahr. Ist, alle 5 Jahre vielleicht man muss man überkleiden. Das ist gewähnt die Kadenz. Das ist für jeder Lehrer in den Instituten. Ihr wisst das gut. Ich meine, dass in Deutschland ist das dieses Semester gewähnt sei. Jetzt ist es ein bisschen anders. Ist, wenn dem zweiten, ich habe geendet, die zweite Kadenz, ja, der Partoch von unserem Institut sagt, du weißt was, komm mal rein bei uns in Partei, ja, weil du weißt, was wir jetzt, wenn wir ändern die ganze Arbeit, die Parteienarbeit in unserem Institut, wie umetum, wir schaffen durch Fakultäten, sagt er, Parteiengruppen. Und so weiter. Sagt er, wie kannst du sein, nicht kennen die Parteien und du musst nicht wissen, was kommt vor auf den Fakultät. Aber ich habe gesagt, weißt du was, du darfst der Partei im Dekan oder du darfst mir auch machen als Dekan. Sag ich, es muss eine Partei, suche die Partei im Dekan. Ich will nicht sein kein Dekan. Für was ist euch gewesen,
nicht zum Herzen, die Partei, jene Jahren, wenn sie no, noch David, geholfen Menschen. David, das ist gewesen, jeder erste Morgen hat mir vorgestellt, komm rein und so weiter. Ich will euch sagen, alle sind mir lebendig, alle hören mir Sachen zu, aber mir trachten und mir versteht und mir sehen, mir retten in Sachen. Und vorkommen, das war alles ein bisschen anders. Sehr politisiert. Ja, sehr politisiert. Das gewinnt mir, das gewinnt ja auch. Nicht zum Herzen, nicht zum Herzen. Ja, ich habe ich nicht gewählt. Mhm. Ihr versteht? Und ich will auch sagen, dass am besten und öfter ist das gewinnt in meinem Fall, ist die Anführer von den Kommunisten in die Organisation. Das ist nicht unbedingt die beste Menschen. Wie umetum. Ja, wie umetum. Politik ist Ja. Versteht, ich vielleicht will sein in der anderen Seite. Versteht, mit den mehr anständigen Menschen. Ich versteht, mir ist gewesen ganz schwer. Ich vielleicht pattern die ganze Zeit vielleicht sein dürfen, weil ich habe doch gesagt, das ist nicht so wie in einem normalen Institut mit Studenten. Der Schedule, ja, der von den alle Lektien vielleicht fallen jeden Tag, weil es ist gewesen eine Sache, welche kommen, was arbeiten. Und er klingt dann, als er kann nicht kommen, der versteht, er kann nicht rausgehen von der Arbeit. Ist vielleicht, man muss man sitzen auf dem Telefon, suchen einen anderen Menschen, versteht? Weil die Menschen bleiben sich zusammen, das sind nicht keine Kinder. Man muss sie vernehmen, versteht? Ja. Ist das mir gewesen schon nicht sehr interessant? Ja. Ist so, wir beschlossen, sich vernehmen mit Wissenschaft. Mit Wissen. Gut. Goran an der Frage, in die alle Vilner Jürgen, ist einmal ausgekommen, zu treffen sich mit einem altmodischen, alten, frommen Iden, was dreht sich herum, Kleus, an solche Typen, hat ihr einmal gekannt, da viele eine? No, David, ich habe schon nicht eine. Ich lege das Zeug noch, als ich dann, ich habe gesagt, nicht das Zeug mit meinem Bruder, aber ich habe sehr alt und ich habe der einzige Bruder meiner, ist neue Verschleitungspflege noch gehen. Ist sehr gegangen gut. Das ist bei mir gewesen gut. Aber dann, ihr versteht mir, wegen dem zu viel nicht gedacht. Aber ich muss sagen, dass wir haben den Vater nicht gehabt. Aber wenn mein Bruder ist geworden, 13 Jahre, ist er gewesen, aber mit zwei. Ja? Ist bei uns gewesen, aber mit zwei. In Kóvne. In Kóvne. In Kóvne. Was für ein Ball mit uns ist gekommen, war unser sehr neunter Freund. Das ist, was ich habe gesagt, dass mein Onkel ist weg von Ghetto mit der Schwester und noch eine Familie. Ist von der Familie der Vater, Markovic, ist seine Familie gewesen. Ist er gekommen in Kóvne. Und er ist gewesen von dem Vater. Markovic. Markovic. Das sind nicht der Markovic, was sie gewendet noch gab in Vilnius? Nein, das ist ein anderer Markovic. Ja. Sein Vater ist von Kóvne. Und meine Mama hat gearbeitet in sein, nur als gewendet ein Anschallig bei ihr. In Kóvne. Ist die Barmitzwe, die Barmitzwe? Die Barmitzwe ist gewendet, oder ist er gelernt worden, dann, mein Bruder. In welchen Jahren ist das? Nur 13 Jahre ist er gewendet in unser. Nein, wenn er das in 51 Jahren, der Onkel ist noch, ich habe nicht alles erzählt, mein Onkel, der ist nicht gewähnt dann. Was. Aber warum 51? Nein, er ist von 38 Jahren. Oh, und keiner hat nicht gestört, sie nicht gewähnt, kein Sakone. Nein, das ist gewähnt in Kóvne Synagoge. In Kloisen. Ja, wir sind ein Weg und ich bin eigentlich dann gewähnt, ich bin 10 Jahre gewähnt dann. Und das geht aber nichts mehr, also wie fertig. Ja. Und ich gedenke viele ein bisschen, das Damen, was er hat
gewusst, dass ich auf euch wenig wissen, aber ich habe ein bisschen gewusst. Aber wenn es gekommen ist, mein Bar Mitzvah, habe ich gesagt, ich will nicht da. Nur da, nur. Du wärst eine Art Zeit, also, versteht. Es ist öfter gewesen, öfter die Zeit, schon ein bisschen an andere. Ich weiß nicht. Das ist doch gewesen, so gewesen. Sagt mir, aber in den Wilner Jahren hat er einmal gesehen, in Gas, an alten, frommen Jeden. Nein, nein, David, in den sowjetischen Zeiten ist alte, fromme Juden pflegen nicht darum gehen, dass sie passen. Nein, nein, nicht darum. Aber mit, sie haben sich gedreht, darum Kloß ein bisschen. Darum Kloß pflegt sie nicht, das weiß ich nicht. Ich will euch sagen, als die Mame, meine Mame pflegt vor alle Jontevi, Midische, vor ein Jahr, vor ein ganzes Jahr, ausgegeben an Ort in Synagoge dort, für Leben, für die Freien. Und wir pflegen es auch doch recht, wenn wir so ein gewähren kleinen Inge. Man hat gedacht, Käfen als Stott. Ja, Käfen als Stott. Käfen als Stott. Auf ein Jahr. Auf ein Jahr. Ja, und sie pflegt das. In Doin Vilnius. In Doin Kóvne, wie in Kóvne. Ah, das ist noch in Kóvne. Das ist in Kóvne. Ja, wie in Vilnius gewähren, weiß ich nicht. Ja. Aber sie pflegt das dann. Und du verstehst, sie hat nicht gehabt, kein so viel Geld. Aber das hat sie gedacht. Das hat sie gedacht. Und noch mehr pflegen auch Neifen dort in den Kloser. Neifen, unten, Reben, die Kinder sind doch Kinder. Und ich denke, als Kipper pflegen sein, wir gehen zum Teich und wir pflegen noch gehen, die machen nur. Aber in Vilnius schon wenig Jahre später. Und das weiß ich nicht. Ja. Dort in Vilnius bin ich nicht. In den 60er Jahren hat man gewusst, dass es auch raus in Moskau. Ein neuer jüdischer Journal, so ein Schema, mit Gerät wegen dem? Ja, no, ich weiß nicht, ich weiß doch, ich bin doch gewesen ein Kind, aber wenn die sowjetische Heim und dem Journal, nun meine ich, ich habe gesagt, der Russe in Dora, ich habe gearbeitet. Wenn jeden dann gehalten von dem oder nicht? No, das ist gewesen ein offizieller Journal, David, und ich meine, also gewesen alle Parteien, die Redaktoren, das ist gewesen, das, was man dort auch läuft. Ein parteiischer Meister. Ich meine, das ist ja gewesen ein parteiischer. Aber ich verstehe, das ist doch gewesen ein parteiischer. Ja. Und da ist doch echt, nicht nur jüdische, aber litwische, russische. Das ist alles gewesen ideologisch reguliert. Ja. Und bei Jeden hat sich einmal abgesucht, einmal in den Jahren von Farmer Comedy Journal und Sibirer auf Jiddisch. Bei ihm hat es eine gewesene Jahren. David Kaiser ist nicht gewesen, dass er dort vernichtet geworden. Menschen sind nicht geblieben. Nein, Menschen waren nicht. Ja, nur David, ich will euch sagen, ich habe dem vorigen Mal habe ich bewiesen, Fotos von meinem Vater, von meiner Mutter, von Vater Krieg und von seiner Schwester. Das habe ich nicht gehört. Das habe ich jetzt schon. Ich verstehe. Ja, im Fra- aber ich hab, das ist eine interessante Sache. Ich habe gefunden, meine Cousin, das habe ich gefunden von Hannes, ja? Von meiner Tante, von Tantes Schwesters, ein Kind, was schon geboren ist, ja, wegen vom Vaterkrieg in Palästina, und dort ist er geboren geworden in 1943. Ich, Josi, ich verstehe. Und ich habe ihn gefunden, schade, als die Mama ist ihn nicht gewesen, nur, ich meine, also 50 Jahre zurück. Er wohnt in Haife, wo meine Mama ist gewesen und wo mein Bruder ist gewesen. Ihr versteht? Und jetzt, nur, wir sehen sich und wir haben, nur, ist bei ihm, ihr versteht, sie ist ganz früh gestorben, seine Mama. Hat Hassene gehabt, der Tate noch einmal, aber der Stiefmutter hat ausgehalten, ausbehalten die Fotos, welches ist gewesen bei seinem Mann. Und er hat nicht gewusst, wer es ist. Also ich habe ihn gefunden, aber ich gesagt, mein Bruder, und mein Bruder hat sich mit ihm verbunden, und durch Skype ist einmal, hebt mir mein Bruder an, weisen, Fotos, sagt er, du da kennst du, wer das ist. Ihr versteht, und ich sehe sich, ich sehe sich. Ich bin sehr, und mein Bruder, wir sind sehr ähnlich auf dem Foto. Ich sehe, weiß dem Foto, weil er ist gewesen, nur dann jung, da ist doch
umgekommen ist, er gewesen 35 Jahre, 36 Jahre. Nun, die Vater sind gewesen auch vor dem Krieg. Ist, die Mama hat nicht gehabt, keine Sache, versteht, dass wir sind gekommen, hat sie keine Sache nicht gefunden, was, was sie gewesen vor dem Krieg. Und von dort, Wie sind denn gewesen in Vilnius in die 70er und die 80er Jahren Beziehungen, Iden, Litwiner, Russen, Polaken, sie gewesen oder alle gelebt gut und freundlich? In allgemein meine ich versteht. Nu, ich leid erzählen das, was ist vorgekommen mit mir, ja? Und ein Beispiel. Als ich habe gearbeitet in die Laboratorie, ja? Als ich bin dort rein, ist ungefähr in drei, vier Jahren rum, ganz viel, wir sind dort gewesen, nicht keine Sache, ist uns gewesen, fünf Mann, meine ich, ja? Ist drei oder vier seiner Werk in Aspirantur in dem Ingenieur in dem Bauingenieurischen Institut. Ist dann hat man mir reingelassen in dem Departement und wir haben gearbeitet. Habe ich dann reingenommen in die Abteilung. Und dem mein Haver, mit welchem ich habe gelebt, in dem damit wir sind beide gekommen in Wien arbeiten. Er hat gearbeitet nicht weit von dort, ist gewesen der Eisenbetonische Institut Nummer 3 in unserer Laboratorium. Und habe ich und wir haben schon nicht gelebt zusammen, er schon gehasselig gehabt, ich habe schon gehasselig gehabt. Und wir haben schon, aber gearbeitet haben wir ganz neu. Ist er rübergegangen dort bei uns. Ist er rübergegangen bei uns und gleich einmal kommt er zu gehen zu mir und in dieselbe Abteilung. Wir arbeiten zusammen. Ich arbeite schon dort etliche Jahre und er ist gekommen, hat er auch gekommen. Ist, sagt er mir, du weißt, mir hat gerufen, unser Anführer von unserem Trest, wir sind schon gewesen, in die Laboratorie schon gewesen, in der Trest, Orgtechstreu, Orgtechstatiba. Das ist gewesen, nur, das hat mir gerufen, das Mach von Bauingenieur, Bauministerium. Ist unser Laboratorium. Ist der Anführer von der ganzen große Kampagne, hat ihm herausgerufen und vorgestellt, ihm, er soll werden der Anführer von dem Departement. Ist er gekommen und er sagt, du verstehst, du sagst, was er sagt. Ich habe ihm gesagt, du bist da. Und du arbeitest schon länger wie ich. Für was ich? Hat er ihm gesagt, für was? Na vor uns. Er ist ein Jid und du bist ein Litwiner. Ich sag, David, er ist gewesen super anständiger Mensch. Und er sagt mir, ich will nicht. Ich habe ihm gesagt, dass ich will nicht. Habe ich ihm gesagt. Sag ihm, du willst. Zu was darf mir mehr soll er wegstellen, Menschen, welchen wir kennen mit dir nicht. Ist meine ich, als für uns beide, wenn beiden wird sein besser als du wirst sein. Also ist er geboren, doch nicht sein. Was will ich sagen? Ich will auch sagen, dass viele in dem Kaunas Polytechnischen Institut ob ihr gespürt, als sie es gewesen als eine Politik, als in Vilnius. Ist was mehr Litwiner so, die was endigen Form, weil ich gewesen russisch-belische. Nun, jüdische ist er gewesen vor dem Krieg. Aber noch der Krieg ist doch noch der Krieg, ist doch gewesen in Kóvne auf russisch, in die sowjetischen Zeiten hat man nur mit umgerät auf russisch.
Aber in den Gassen ist Litwisch gewesen und das auch hat man gesehen. In Vilnius gewesen eine Politik von Lithuanisation. Ja, yeah, ja, yeah. Das ist gewesen also eine Politik. No, und das ist gewesen gleich noch. Versteht? Ja. Und das ist gewesen also, no, ist, ihr versteht nicht, begnadet man reden. Aber no, und Polaken sind noch gewähner stark? Ja, ja, doch, in Dunheim ist echt ganz stark. Nicht nur in Wilhelm Buffer, sondern in ganz Wilhelm Umgegend ist das. Also, mit ihnen ist es ein bisschen anders. Mhm. Es ist wenig geblieben und sie gewähren schon in den 70er Jahren, öfter 16.000. Und die alle Jahre gewähren genug. Das heißt, keiner ist geschlafen in Gas, keiner ist durchgegangen vor Hunger. Nein, das ist gewesen hier, alle haben gehabt. Jeder hat gehabt ein Minimum. Da würde ich gleich sagen von anderer Seite. Ja? Und das, ja. Kein Natürlich bin ich nicht gewesen. Ja? Aber ich bin der Hauptingenieur in dem. Ich bin gewesen der Natürlich und ich bin gewesen der Hauptingenieur in der Abteilung. Aber für mich wichtig war es ein anständiger Mensch. Und will ich sagen, als ihr versteht, ich habe vergessen, was ich habe. Ist mit gelebt normal, heißt das. Sie gewinnen ein Standard. Sie gewinnen ein nicht kein schlecht Leben. No, in allgemein ist sie gewinnen in dem Hinsicht, wie ihr sagt. Ja, also in dem Menschen Hinsicht, haben gehabt Arbeit, Menschen ja. Haben gehabt, was zu essen. Ja, ich habe so das Moment, was ich habe gewählt, damit sagen. Von einer Seite hat mit dem ist gewinnen mit mir eine Sache. Ja? Aber ich habe nicht gehabt, kein Tier, versteht? Eigene. Ist in 1968, wenn sie ist geboren, meine Tochter. Sie ist geboren in Mart. Und in August habe ich bekommen, Adir. Hat man mir gegeben, Adir. Das ist in der Sowjetzeit doch nicht gewesen, du kennst Kaif Adir. Oder ja. Hat man mir gegeben, Adir. Und das hat gemacht derselbe Natürlich, welcher hat sie versteht. Ich will sagen, ich kann nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch ist, ihr versteht. Nun, es ist gewesen, welcher hat ihm gesagt, er kann arbeiten. Hat er gesagt, ich war bewusst, dass ich gehe mit dem PhD, also ich bin ein ernster Arbeiter. Und er hat gesagt, er muss bekommen, das ist gewesen eine große Sache. Das ist gewesen eine sehr große Sache, weil wir haben dann gelebt, bei meinen Freundeseltern. Sie haben gelebt in einem hölzernen Haus. Es ist nicht gewesen, keine Bequemlichkeiten. Es ist gewesen, Eifung. Versteht, was sie sagen. Wir haben mal weggestellt, unser Bett und schön, eine Hälfte vom Tier hat das vernommen. 5-6 Quadrat ist das gewesen. Und bei uns. Die Tochter ist, will ich sagen, dass in die 3 Monaten, ich pflege nicht ständig kränken, Gott sei Dank, aber ich bin nicht gesund, dann denke ich, und ganz schwer und mein Freund, aber nur 3 Monate und wir sind darüber in eine gute Wohnung von 2 Zimmern mit allen Bequemlichkeiten. Und in einem guten Ort, no, das ist gewesen, auf dem zweiten Etage, da, no, das ist ein gewesen wichtig und das ist nur no, da hinten. Aber kommen das, versteht? No, ich muss sagen, stammen das eher. Ihr versteht, die offizielle Politik von der Regierung, von den Parteien verschiedene, das ist allemal eine Sache, aber als nur in Menschen. Als nur ein Menschen und die Menschen sind verschiedene. Ich muss sagen, dass allemal in mein Leben meine ich, als wenn ich hab das gedacht habe, vielleicht selber wissen, nein, oder ein paar Menschen, welche pflegen mir helfen, und das ist nicht unbedingt jüdische Menschen. Ja. Mhm. Nur ich kann sagen, ein paar Wörter.
Gut. Ja. Mhm. Ist mir am Geld wegen dem, wie und von was ich bin, weg in 10 Jahren rum von der Dekan in dem Institut. Wir sind da gefunden, Parteien. Und ich bin weg. Ich habe schon gewusst, was ich will, dann in wissenschaftlichen Gebieten, in mein Profession. Und ich habe gesagt, vernommen damit. Ich habe gearbeitet als Dozent in dem Institut. Und no, das ist gewesen. Ich habe zugetragen, was und wie allein. Und in 1992, schon im Dezember, und schon in Ausland, weil er Litauischen gewesen frei, und in Anhieb vom 92. Jahr hat man vermacht, dem Institut, das ist in gewähner Akademie bei uns, und in Anhieb von Januar hat man mir rausgelassen, da war halb Jahr, ich soll endigen meine Habilitation. Aber im Februar hat man schon vermacht den Ganzen. Bin ich weg, habe nicht gehabt, was zu tun. Aber ich bin gesessen noch ein halbes Jahr in der Heim. Und man kann sagen, ich habe nicht gehabt, keine offizielle Arbeit. Aber ich pflege Sachen vernehmen mit Expertise von Projekten. Vielleicht ich unterarbeite es ein bisschen, aber mein Hauptproblem ist gewesen, endigen meine Rehabilitation. Und ich habe das geendigt. Und in 1992, im Dezember, Ende von Dezember, habe ich in Moskau und mir hat bezahlt. Und das hat noch bewiesen bezahlt, weil das ist gewesen in Deutschland. Wo verliete, in Rubels, das ist noch gewesen dann. Aber man bezahlt, ich habe nicht gehabt, kein eigenes Geld. Aber noch vor Liquidieren dem Institut, in welchem ich habe gearbeitet, hat der Institut bewiesen, zu bezahlen für meine Verteidigung in dem Institut. Nun, das bin ich dankbar, der Mensch, was es ist gewesen, bestimmt, welcher darf das liquidieren und endigen mit dem Institut, ist gewesen. Er ist später, kurze Zeit, aber er ist gewesen bei uns der Premier. Wer ist Stankiewicz, Mindaugas Stankiewicz. Er hat das gesagt. Und in welchen Jahren das gewesen? Das ist gewesen schon in 1992. Okay. Jahr. Ja. Dann habe ich verteidigt und dann hat man mir schon eingeladen, in der Technischen Universität, weil es geht nicht keine Sache seine, mit seinen Pagones, will ich sagen, wie ich. Ja. Sehr schön. Okay.